Hallo und herzlich willkommen zum SharePoint Consulting Seminar. Was ist ein Consulting Seminar, werden Sie sich vielleicht jetzt fragen. Die Antwort darauf möchte ich Ihnen gerne in diesem kurzen Video geben. Mein Name ist Ulrich Woddenberg. Sie kennen mich vielleicht, weil Sie eins meiner Bücher haben. Mein erstes Buch habe ich Ihnen einmal mitgebracht, da ging es um SharePoint 2003. Damals hieß das Produkt noch SharePoint Portal Server 2003. Die Namen haben sich jetzt in knapp 15 Jahren ein wenig verändert. Was geblieben ist, ist, dass SharePoint eine der innovativsten, spannendsten, aber auch projektmäßig schwierigsten Technologien ist, die im Moment das Projektumfeld zu bieten hat. Ich betreue seit nunmehr knapp 15 Jahren SharePoint-Projekte in verschiedenen Rollen, teilweise als Architekt, Consultant, Entwickler, Realisierer, aber auch häufig nur in Anführungsstrichen als Reviewer. Ich habe in meiner SharePoint-Karriere eine dreistellige Anzahl von Projekten gesehen. Viele davon waren erfolgreich, einige waren auch sehr erfolgreich. Es gab aber auch welche, die man so sagen würde, sind weniger erfolgreich. Was passiert, wenn ein Projekt weniger erfolgreich ist, ist die eine Frage. Die positive Frage ist, was muss man tun, um ein Projekt erfolgreich zu machen? Denn das ist ja das, was wir wollen. Wenn Sie sich ein SharePoint-Projekt vorstellen, ist es eigentlich eher ein Organisationsprojekt als ein klassisches IT-Projekt. Bei einem klassischen IT-Projekt geht es ja darum, dass möglichst störungsfrei, reibungslos für den Anwender, unbemerkt für den Anwender das Projekt umgesetzt wird. Denken Sie an den Austausch eines Dateiservers, der wird nachts irgendwann ausgetauscht, am Wochenende migriert und das Projekt ist dann besonders erfolgreich, wenn die Benutzer nichts davon gemerkt haben, dass die IT an den Servern rumgeschraubt hat. Bei SharePoint ist es grundsätzlich anders, denn ein SharePoint-Projekt will die Umgebung der Benutzer ändern, will die Benutzer zu besseren Arbeiten befähigen, will letzten Endes den Benutzern Innovationen bringen und Vorteile bringen. Das bedeutet aber auch, dass die Benutzerumgebung sich ändert. Und das macht die Sache nicht unbedingt einfach. Die, ich nenne es mal, Hauptlast eines SharePoint-Projekts liegt bei den Anwendungsarchitekten, Lösungsarchitekten oder wie immer Sie diese Personengruppe nennen möchten. Das sind die Menschen, die zwischen Technik auf der einen Seite und Anwender auf der anderen Seite, sagen wir mal, vermitteln. Die dafür sorgen, dass die Anwender mit SharePoint erfolgreich sind, dadurch, dass die Anforderungen der Anwender umgesetzt werden, Lösungen realisiert werden, die für die Anwender hilfreich sind, wo die Anwender sagen, ja, genau, das hilft mir bei meiner täglichen Arbeit. Und das ist eindeutig eine große Herausforderung. Und hier kommt das Consulting-Seminar ins Spiel. Das Motto des Consulting-Seminars ist Lösungskompetenz aufbauen. Lösungskompetenz ist das, was die Anwendungsarchitekten brauchen, um mit dem komplexen Baukasten und sehr vielfältigen Baukasten SharePoint gute, sachdienliche, zweckgerichtete Lösungen für die Anwender zu konzipieren, umzusetzen, zu betreuen. Dazu muss man SharePoint sehr gut inhaltlich kennen. SharePoint ist ein Moloch in seinen Fähigkeiten. Denken Sie an Dokumentenmanagement, Projekträume, Publishing, Workflows, Integration externer Daten, Business Intelligence-Szenarien und vieles andere mehr. Das alles muss ein Lösungsarchitekt kennen und wissen, wie es funktioniert, was die Ideen dahinter sind. Gleichzeitig muss er die Grenzen von SharePoint kennen. Es gibt Dinge, die SharePoint vielleicht nicht so optimal macht oder wo man einige Umwege gehen muss, damit SharePoint optimal funktioniert und zielgerichtet nutzt. Und auch dieses muss man kennenlernen. Außerdem geht es darum, die technischen Hintergründe zu begreifen. Ein Anwendungsarchitekt muss nicht perfekt SharePoint installieren können. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Er muss aber ungefähr wissen, wie SharePoint unter der Haube funktioniert. Muss das Hintergrundwissen haben. Denn ohne dieses Hintergrundwissen wird es schwierig, weil man einige Dinge, die in SharePoint so und nicht anders funktionieren, nicht begreift. Es geht darum, den SharePoint-Spirit zu atmen, SharePoint zu verstehen, SharePoint-Lösungen vermitteln zu können, SharePoint cool zu finden. Denn SharePoint ist eine coole Technologie, auch wenn sie teilweise etwas hölzern daherkommt. Genau darum geht es beim Consulting-Seminar, sagen wir, den SharePoint-Spirit zu vermitteln mit einem hohen Grad an Lösungskompetenz. Die Zielgruppe des Consulting-Seminars sind also einerseits die Menschen, die Lösungen mit den Anwendern planen, konzipieren, realisieren, betreuen, die also lösungsorientiert inhaltlich mit SharePoint arbeiten. Gleichzeitig empfiehlt sich das Consulting-Seminar aber auch für technische Menschen oder Entwickler, die einfach die SharePoint-Grundlagen brauchen, die wissen wollen, was man mit SharePoint machen kann, um ihre tägliche Arbeit besser,
zielgerichteter zu realisieren. Hinter mir sehen Sie übrigens den Seminarraum für das nächste SharePoint Consulting Seminar. Also in einer halben Stunde geht's los. Wir sind hier im Arcadia Grand Hotel in Dortmund, was mein Seminarhotel für das Consulting Seminar ist. Für jeden Teilnehmer steht ein iMac bereit, damit das Gehörte, Vorgeführte auch einmal selbst ausprobiert werden kann. Die Gruppe ist ungefähr 5 bis 10 Teilnehmer groß, somit bleibt genügend Platz für individuelle Fragestellungen, individuelle Diskussionen, Erfahrungsaustausch mit mir und auch den anderen Teilnehmern. Das Consulting-Seminar findet meistens einmal im Monat statt und ich kann Ihnen intensive, anstrengende Tage mit übrigens gutem Essen versprechen. Mehr Infos finden Sie unter www.consulting-seminar.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch einmal am Consulting-Seminar teilnehmen würden. Ich freue mich auf Sie, Ihr Ulrich Boddenberg.